Ich heiße euch herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe unseres SWZ Live Talks zu einem sehr spannenden Thema, nämlich über Veganismus. Vegan, kann man so überleben? Kann man so leben? Wie gut kann man so leben? Warum lebt man so? Veganismus ist die Entscheidung, sich rein pflanzlich zu ernähren, also weder fleischliche noch Milchprodukte zu sich zu nehmen. Und das ist ein Trend, der boomt, nicht nur in Österreich. Also es scheint ein Trend der Moderne zu sein, doch wir dürfen nicht vergessen, dass der Mensch seit seiner Existenz als Homo sapiens sich die überwiegende Zeit seines Bestehens hauptsächlich pflanzlich ernährt hat. Erst durch die Nutzung von Feuer und die neolithische Revolution später kamen die Umwälzungen in der Ernährung zutage und die Menschen begannen mit dem großen Schritt Richtung Zivilisation mehr und mehr Fleisch zu essen. Ja, mit dieser Umstellung der Ernährungsgewohnheiten begannen auch Zivilisationskrankheiten, um sich zu greifen. Und mittlerweile heute ist falsche Ernährung und die Folgeerkrankungen aus der falschen Ernährung immerhin die Todesursache Nummer 1 in Österreich. Und es ist definitiv nicht die vegane Ernährung, die die Menschen umbringt. Ja, vegane Ernährung hat auch einen Effekt, eine Auswirkung auf die Umwelt, auch das Klima vor allem ist durch die Massentierhaltung bedroht. Alleine ein Kilogramm Rindfleisch verbraucht bei seiner Herstellung 12.000 Liter Wasser und 17 Kilo Getreide. Und beim Klimaschutz hat ein Ökologe, ein Professor aus Oxford, Joseph Poor, ausgerechnet in einer Studie, dass der durchschnittliche CO2-Fußabdruck eines Deutschen 11 Tonnen Treibhausgase pro Jahr beträgt und durch die Umstellung der Ernährung hin zum Veganismus können von diesen 11 Tonnen Treibhausgase 2 eingespart werden. Das sind so viel Treibhausgase wie 8 Flüge London, Berlin hin und zurück. Ja, Schlachten ist auch ein Vorgang, der die Tiere unter Leid, Stress und Elend verbunden ist. Und das wirkt sich auch auf uns Menschen aus. Auch Leo Tolstoi sagte schon vor über 100 Jahren sehr treffend, solange es Schlachthöfe gibt, wird es auch Schlachtfelder, also Kriege geben. Ja, uns beim SWZ ist das friedliche Miteinanderleben unserer Menschheitsfamilie, wo man auf die Schwächsten Rücksicht nimmt, sehr wichtig. Und in Bezug auf Massentierhaltung und Schlachthöfe kann man durchaus die Tiere in diesem Kontext als die Schwachen betrachten. Ja, über diese unterschiedlichen Aspekte des Veganismus und speziell Veganismus in Österreich wollen wir heute sprechen. Wir haben wunderbare Gäste hier, großartige Menschen, die ich jetzt gleich vorstelle. Kurz nochmal auch zu mir, warum ich heute da bin, warum mich das so besonders freut, diesen Talk zu moderieren. Ich bin die Martha Bissmann, seit knapp 3 Jahren in der Politik. Mein Stammberuf ist Energie- und Umweltmanagerin. Ich habe 10 Jahre lang Klimaschutzprojekte vorangetrieben und war selbst 2 Jahre lang strikt vegan und bin seit 24 Jahren vegetarisch, mit wenigen Fischausnahmen zwischendurch mal. Also es ist mir ein persönliches Anliegen und vor allem im Kontext von Klimaschutz besonders wichtig. Unsere Gäste heute Abend zu meiner Rechten, der Magister Felix Natt, er ist Tierschutzaktivist und Obmann des Vereins Vegane Gesellschaft in Österreich und auch Vizepräsident des Vereins Europäische Vegetarische Union. Und Felix ist auch Veranstalter diverser veganen Messen, unter anderem die Vegan Mania, ein Sommerfest, Vegan Ball und Veggie Planet. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das freut mich sehr, dass ich eingeladen wurde. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Dann haben wir hier Kenny, aber eigentlich Kennen Kotsch, den ich vorhin erfahren durfte. Kenny ist Unternehmer und zwar vegan, unter anderem, also Gastronom. Genau. Betreibt das Kennys im ersten und auch in anderen Bezirken. Ja, das kenne ich im 10. Bezirk, 10. zweimal jetzt mittlerweile und einmal im 4. Bezirk
Und jetzt auch einmal in Bratislava. Na bitte. Und sonst das Space Burger im ersten Bezirk. Und das Space Burger ist eben ein rein veganes. Komplett rein veganes. Lokal. Und glutenfreies auch, aber nicht hauptsächlich, aber veganes Burgerlokal. Und läuft sehr gut. Bis Corona auf jeden Fall. Bis Corona. Bis Corona auf jeden Fall. Werden wir gleich drüber sprechen. Ja. Danke fürs Kommen. Sehr gerne. Unser dritter Gast heute Abend ist Florian Zach. Herzlich willkommen. Florian, du bist Nachhaltigkeitsaktivist und Superfood-Café-Standortleiter. Da werden wir auch gleich drüber sprechen noch. Und du bist auch veganer Papa von 2 Töchtern. Ich nehme an, sie sind auch vegan oder werden vegan erzogen. Freue mich auch, dass du hier bist. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Meine erste Frage an Felix. Mich interessiert, was sind so die, wie entwickelt sich der Veganismus in Österreich? Wie viel Prozent Veganer haben wir heute in Österreich versus Vegetarier? Und gibt es da überhaupt eine Statistik, die das gut erfasst? Und wie hat sich dieser Trend entwickelt? Also vielleicht weißt du die Zahl von vor 10 Jahren im Vergleich zu heute? Ja, also da gibt es sehr gute Zahlen. Also vor ungefähr 15 Jahren war es 3% der Bevölkerung, die vegetarisch gelebt haben. 3%? Das ist ungefähr immer gleich geblieben. Und vor in etwa 10 Jahren hat es dann begonnen, sich sehr dynamisch zu entwickeln. Und inzwischen stehen wir bei 80.000 Menschen, die sich rein pflanzlich, also vegan ernähren, plus zusätzlich in etwa 9% der Bevölkerung, also 800.000 Menschen, die sich vegetarisch ernähren. Das sind 10%. Viel wichtiger noch ist aber die große Gruppe der flexitarischen Menschen. Mhm. Da werden Menschen genannt, die zwar schon Fleisch essen und die sich nicht in eine Schublade einordnen wollen, aber die bewusst eben weniger Fleisch essen wollen oder auch nicht jeden Tag Fleisch brauchen, bewusst auch zu pflanzlichen Alternativen greifen. Und das sind 4,7 Millionen Menschen. Also die Mehrheit in Österreich will den Fleischkonsum reduzieren. Und deswegen sinkt auch in Österreich laut Statistik Austria der Konsum von Fleisch im Durchschnitt der letzten Jahre. Und wenn man in den Supermarkt geht und das beobachtet, dann sieht man das ja auch mit eigenen Augen. Also vor 15 Jahren in etwa, da gab es eine Sorte Sojamilch, 2 Sorten Gemüseaufstriche und weißen Tofu in den größeren Supermarktketten. Und heutzutage gibt es in jedem Billa, in jedem Spar, auch am Land, ein unheimliches Angebot und eine riesengroße Vielfalt. Und das zeigt auch schon, dass einfach die Nachfrage viel Bedarf da ist nach dieser Art von Ernährung. Und dann sitzen wir auch in der Runde mit so 2 erfolgreichen Gastroprofis und da sieht man auch wirklich sehr gut, dass das sehr gut angenommen wird und dass eine große Nachfrage besteht. Okay, danke. Das heißt, Fleischverzicht nimmt zu, dass steigert auch die Nachfrage und das Angebot an Fleischalternativen, also Alternativen zu Fleisch. Aber das bedeutet ja nicht, dass diese Menschen dann als Alternative zum Fleischkonsum sich vegetarisch ernähren, vegan ernähren, sondern halt dann vegetarisch. Also Milchprodukte werden schon weiterhin konsumiert. Ja, natürlich. Wobei man muss auch dazu sagen, wenn man sich jetzt den Markt für Milchprodukte ansieht, da gibt es auch die Sparte Non-Dairy, also das sind pflanzliche Milchalternativen. Hafermilch, Dinkelmilch. Ja, Dinkelmilch, diese anderen Sorten, die man kaufen kann. Und die wachsen in den letzten Jahren ungefähr um 30% pro Jahr. Mhm. Also gibt es auch immer mehr Produkte. Und es gibt von GfK Umfragen, dass in etwa jeder dritte Haushalt hat im letzten Jahr solche Alternativen konsumiert. Das heißt viel mehr als eigentlich auch laktoseintolerant sind, weil laktoseintolerant sind in Österreich ungefähr 10-15% der Menschen. Und warum ist das so? Weil einfach Leute wollen Neues ausprobieren, es schmeckt ihnen vielleicht, sie haben es mal wo gesehen, wollen wissen, wie es schmeckt, wollen nicht immer das Gleiche, die Kuhmilch schmeckt auch nicht allen. Und also auch dieser Markt ist sehr, sehr stark am Wachsen. Aber wie gesagt, der Trend geht eher in Richtung, dass die Grenzen verschwimmen und der Trend geht in Richtung pflanzlich, aber nicht alle wollen sich gleich strikt vegan ernähren. Mhm. Also die strikten Veganer sind die Minderheit und es gibt einen sehr stark wachsenden
Markt oder Menschen, die... Ja, also vegan wächst, vegetarisch wächst, aber vor allem wächst die Gruppe derer, die nicht mehr jeden Tag Fleisch wollen, sondern so wie unsere Großeltern. Damals einmal pro Woche so, am Sonntag. Das Sonntagsbraten, das war was Besonderes, dass man Fleisch gegessen hat. Ja. Heutzutage gibt es manche, die essen dreimal pro Tag Fleisch, beginnen schon in der Früh mit der Wurstsemmel und so geht es dann weiter. Und da geht wieder ein Trend zurück Richtung weg vom Fleisch. Das ist sehr stark zu beobachten und schlägt sich auch wirtschaftlich und statistisch nieder. Und gesundheitlich auch. Bist du selbst vegan? Ja, also ich selbst ernähre mich auch vegan. Strikt? Ich weiß jetzt nicht sozusagen, wo man da die Grenze zieht. Das ist ja auch irgendwo eine individuelle Frage. Manche sagen, naja, aber was ist dann, wenn du Auto fährst und dann kleben die Gelsen an deiner Windschutzscheibe oder so? Aber also prinzipiell ernähre ich mich seit 17 Jahren vegan. Okay. Ja. Danke. Lieber Kenny, bist du selbst vegan? Ich bin nicht vegan, vegetarisch. Der Punkt ist, aber ich mache halt veganes Business. Wie lange schon vegetarisch? Jetzt sind es mittlerweile jetzt schon ein paar Monate jetzt. Wirklich schon ein paar Monate. Okay. Wir haben auch einen veganen Monat gemacht, aber mir geht am meisten dann ehrlich gesagt der Käse ab. Und wir haben halt noch nicht wirklich viele Varianten leider in Österreich oder in Wien, was gewisse Produkte noch betrifft. Also es ist noch einiges an Aufholbedarf im Vergleich zu anderen Ländern, wie zum Beispiel Großbritannien oder Holland. Oder auch Deutschland, aber wir ziehen da schon eigentlich wirklich langsam nach und es sind schon immer mehr auch Großkonzerne drauf gekommen, dass halt die vegane Lebensweise und vegane Produkte immer wichtiger in der Gesellschaft werden. Selber. Ja, Space Burger, dein Unternehmen. Ja, genau, Space Burger. Gibt es ja noch nicht so lange. Jetzt, und wir haben im November 2019 Space Burger gegründet und ich muss ja gleich sagen, in den Kennis-Lokalen haben wir zum Beispiel immer halt vegane Optionen und wir haben ja dort die Pokeballs. Der Punkt ist nur, viel auch einige in den veganen Gruppen geschrieben hatten, dass ja, der Kenny macht halt Business, einerseits auch verkauft aber trotzdem Hühnerfleisch oder verkauft dann trotzdem einen Lachsfisch und hat dann aber trotzdem Spaceburger rein vegan. Man muss sich eins vor Augen halten oder eben Schokolade bei den Waffeln etc. Am liebsten würde ich gar kein Fleisch verkaufen. Also Ziel wäre es, oder Ziel ist von mir, dass wir am liebsten eben kein Tier dafür sterben muss, dass es in unserem Bauch landet. Das ist halt mal das Ziel. Der Punkt ist, man muss gewisse Dinge nehmen, ich nenne es Mittel zum Zweck. Wenn ich nicht Schokolade am Räumerplatz verkaufe bei den Waffeln, kann ich den Laden zusperren. Das heißt, man muss halt immer bedenken, dass eben dann viele das noch nicht akzeptieren können und gerade in gewissen Regionen man einfach nur mit vegan nicht überleben kann. Und die vegane Schokolade funktioniert dann nicht? Ja, das passt dann von Preis-Leistung dann überhaupt nicht. Ist zu teuer. Mehr. Ist dann viel zu teuer, weil dann der Endkunde zahlen müsste. Jetzt zahlt er für eine Waffel 3,50 Euro. Und wenn man dann alles komplett vegan umstellen würde, und die meisten Kinder, es geht um Kinder, die kaufen sich halt dann lieber die Twix-Schokolade oder halt die Kinderschokolade oder Bounty. Und das gibt es halt noch nicht in veganen Varianten. Die Soßen sind ja kein Problem. Das ist ja jetzt nicht Space Burger. Genau, das ist halt ein Kenny's. Space Burger seid ihr 100% vegan. Genau, 100% komplett vegan. Da haben wir eben von den verschiedensten Fries bis hin zu den Burgern, was unser Hauptprodukt ist, und auch zu unserem Space Dog, was unser Würstel ist. Und der Punkt ist da, wir produzieren das komplett selber, auch die Patties, das heißt, es ist nicht zugekauft, das ist hausgemacht, das ist regional, ist auf Hülsenfrüchtebasis. Und diese Patties gibt es eben auch bei uns proteinfrei und das ist das Erste, was überhaupt am ganzen europäischen Markt ist. Das ist vegan und auch proteinfrei ist das Patty. Und wir haben es auch unsere Burger. Du hast neon-pinken Burger gegessen. Fast neon. Ja, stimmt. Aber war sehr lecker. Ja, das freut mich. Aber mir ist dort aufgefallen, es gehen jetzt nicht so ausschließlich typische Veganer. Also meine Zielgruppe sind überhaupt nicht Veganer. Neueinsteiger kommen zu euch, die einfach mal ausprobieren wollen, wie veganes Essen schmeckt? Auch wenn ich jetzt unsympathisch bin, ich muss halt ehrlich gesagt jetzt sagen, mich interessieren die 95% nicht Veganer, die zu uns kommen. Also nicht falsch verstehen, lieben Veganer, auch in allen veganen Gruppen. Ihr seid vielleicht auch nur ein Mittel zum Zweck, in dem Sinne, dass ihr halt dann vielleicht Werbung macht dafür, dass halt mal ein
Mensch, der normalerweise Fleisch auf seiner Karte hat, in ein Burgerrestaurant kommt, es isst und sagt, okay, es muss wirklich kein Rind dafür sterben. Ich kann einen Burger auch so essen und es schmeckt auch eben sogar noch besser. Also wir haben jetzt wirklich Produkte, wo wir uns so sehr stolz drauf sind und generell der Markt tendiert immer mehr dazu und schafft auch verschiedene neue Alternativen. Mich persönlich interessieren ehrlich gesagt die allen Nicht-Veganern, damit sie einmal kommen und sehen können, hey, ich muss wirklich nicht auf etwas verzichten. Also vegan bedeutet da nicht eben generell, dass man etwas verzichten muss, sondern es ist ein Mehrwert, es ist ein Gewinn eigentlich, wenn man eigentlich dann vegan isst. Und das ist das, was wir eigentlich nur zeigen wollen und präsentieren wollen. Super, danke. Ja. Lieber Florian, bist du selbst vegan? Ich würde mich als vegan lebend. Vegan lebend, was bezeichnen. Bedeutet das? Das bedeutet, dass ich an sich ein Mensch bin, so würde ich mich eher klassifizieren, der sich aufgrund der Informationen, die er gesammelt hat, einfach auch bewusst entscheidet, den veganen Lebensstil zu pflegen. Mhm. Warum mir das so wichtig ist, das so zum Ausdruck zu bringen, weil sonst leicht eine Art Klassifizierung entsteht und man dann eher das Trennende vor das Verbindende stellt. Ich bin aber der Meinung, wenn wir das Verbindende vor das Trennende stellen, dann können wir insgesamt als Gesellschaft generell auch mehr erreichen. Und was verbindet? Na, es verbindet, dass wir alle Menschen sind, ja. in dieser globalen Gesellschaft, die wir sind, und dass wir einen gemeinsamen Planeten haben, den wir bewohnen, und dass wir auf den eben auch achten, dass wir den schätzen, und der ernährt uns ja im Endeffekt. Also alles, was aus dieser Erde kommt, kann von uns in irgendeiner Art und Weise genutzt werden, und wenn wir das schonend nutzen, dann haben auch zukünftige Generationen vielleicht noch was davon, und wir haben keine hinter uns die Sinnflut-Mentalität, und das sehe ich eben bei der veganen Lebensweise sehr konsequent gelebt, diese Mentalität. Also das ist eine ganzheitliche Philosophie, eine Lebenseinstellung, die sich nicht nur auf Ernährung beschränkt. Bei mir würde ich das... Gibt es noch weitere Bereiche, wo das hineinspielt? Ja, es gibt viele Bereiche. Zum Beispiel? Ja, es gibt den Bereich der Bekleidung, wo man auch schaut. Also kein Leder zum Beispiel? Kein Produkt, wo wissentlich Tiere genutzt werden, einerseits, oder auch wo Menschen zu Schaden kommen. Also die Entscheidung, ethisch zu kaufen, impliziert ja auch, dass der Mensch geachtet wird in seinen Grundrechten und nicht nur das nichtmenschliche Tier. Mhm. Das bedeutet, dass man in seinen zwischenmenschlichen Beziehungen kann man nicht da egoistisch und rücksichtslos sein und gleichzeitig veganen Lebensstil pflegen, wo man darauf achtet, dass es den Tieren super gut geht und ihm kein Leid zugefügt wird und der Erde und dem Klima. Ja. Und es dann ist aber seine Mitmenschen schlecht behandelt. Es ist ein Ideal, das ich beschreibe. Und Perfektion ist meines Erachtens nach eine Illusion, die in uns selbst entsteht und die uns zu Höchstleistungen antreibt einerseits, aber die uns auch natürlich vor gewisse Herausforderungen stellt. Mhm. Ich würde mich in keinster Weise als perfekt beschreiben. Ich bin vielleicht wie jeder andere auf dieser Erde vollkommen, aber ich bin nicht perfekt. Mhm. Und wenn man sich selbst als vollkommen wahrnehmen kann, dann haben wir, glaube ich, in der Gesellschaft generell ein bisschen weniger Probleme. Aber man sollte nicht in diesen, also ich möchte nicht in den Ding verfallen, in den Modus des gedachten Perfektionismus, weil das paralysiert einerseits und das führt auch zu wahrscheinlicher Überheblichkeit und die hilft dann im Endeffekt in einem Diskurs auch nicht weiter. Und wie geht es dir mit deinen zwei Töchtern? Ja. Ist es dir ein Anliegen, dass sie diese vegane Lebensweise auch in der Erziehung mitbekommen? Also danke für die Frage. Ja. Ja. Ich denke, sie ist selbstbeantwortend, wenn man das gehört hat, was ich gerade gesagt habe. Natürlich sind die Werte, die man selbst für sich hochhält, sehr wahrscheinlich auch die Werte, die man den eigenen Kindern vermitteln möchte oder dem eigenen familiären Umfeld. Und ich bin selbst am Land aufgewachsen, habe auch im Blut umgerührt und Blutwurst bei der Blutwurstzubereitung geholfen und viele andere Produkte aus Tierkörperteilen hergestellt und verkauft, auch konsumiert. Nur es gibt für jeden irgendwann
möglicherweise einen Punkt, wo man was lernt. Ja? Also ich denke mal, jeder lernt jeden Tag. Und irgendwann war bei mir auch dieser Punkt angekommen, wo ich trotz dessen, dass ich am Land aufgewachsen bin, reflektiert habe, ist das überhaupt das, was ich will? Oder ist das das, was ich gelernt habe, das mir beigebracht wurde von anderen Menschen? Und da man ab einem gewissen Alter für sich selbst verantwortlich ist, sollte man auch für seine Gedanken quasi beginnen, Verantwortung zu nehmen. Und die Gedanken formen die Handlungen und im Endeffekt, man kann die schönsten Gedanken haben, aber wenn man nicht danach handelt, dann ist das auch nicht wirklich viel wert. Mhm. Und so kam ich dann im Endeffekt auch dazu, konsequent vegan zu leben. Und da bin ich bemüht, das auch meinen Kindern zu vermitteln. Und spielt da die Schule mit? Spielen die Ärzte mit? Die Kindergartenverwaltung? Ja. Also glücklicherweise, wie das bereits angesprochen wurde, nimmt ja die Zahl an Menschen, die sich mit der veganen Lebensweise beschäftigen oder mit der vegetarischen Lebensweise, die nimmt ja zu. Ungeachtet dessen, ob sie jetzt selbst vegan sich ernähren oder nicht. Dementsprechend gibt es in der Bevölkerung heute, 2020, schon ein breiteres Verständnis als zum Beispiel noch vor 5 Jahren. Also ich lebe jetzt seit ungefähr 7, 7,5 Jahren strikt vegan, davor vegetarisch. Und wie das auch angesprochen wurde schon von einem meiner Vorredner, vom Herrn Magister Naht, ist es ja so, dass man das sieht in den Märkten auch, also nicht nur in den Supermärkten, sondern mir ist es auch wichtig, kleine Märkte hochzuhalten, weil ich auch in einem kleinen Lokal Restaurantleitung bin. Und wir haben jetzt auch in der Corona-Zeit sehr viel über Supermärkte gesprochen und Systemerhalter. Aber es gibt ja sehr viele Kleinbetriebe, wo sehr viel Herzblut drinnen steckt. Das soll nicht die Menschen in den Supermärkten reduzieren. Aber dass man das auch einmal einfach auch zum Thema macht. Es gibt viele Kreisler, es gibt viele Bauernmärkte. Man kann ja auch dorthin gehen. Man muss ja nicht den Supermarkt stilisieren als das Nonplusultra oder fast schon das Einzige, sondern vielleicht gibt es auch einen Bauernmarkt um die Ecke, wo man hingehen kann, wo auch dann der persönliche Austausch wieder anders ist. Und man sieht, okay, da ist ein Mensch, das ist sein Geschäft, da gibt es ein Gespräch, der versteht mich, der nimmt mich wahr, so wie ich meine Wünsche äußere. Ja. Und so im Endeffekt entsteht eben dieses Bewusstsein in der Gesellschaft, das einfach auch ermöglicht, dass ein Arzt zum Beispiel, selbst wenn er nicht sich konsequent vegan ernährt, einen unterstützt dabei in der veganen Ernährung, ungeachtet dessen, ob er jetzt ein Ernährungsmedizin-Diplom hat oder nicht. Ja, weil leider haben die meisten Ärzte zu wenig Ahnung von Ernährung, wenn sie sich nicht explizit mit dem Thema beschäftigen. Ja, danke. Das wäre schon die Überleitung jetzt auf meine nächste Frage. Lieber Felix, also wenn ich Florian so zuhöre, bekomme ich eine richtig große Lust, vegan zu sein, weil sich das danach anhört, dass wenn man über das Ganze als Philosophie betrachtet und da geht es viel um Werte und eigentlich um eine Gesellschaft, die besser ist als die heutige oder die gestrige, wo es Tier und Mensch besser geht, wo wir besser miteinander umgehen und grundsätzlich nur positiv, das nehme ich daraus. Ja. Es gibt aber Widerstände, es gibt Mythen, es gibt diese Mythen, die den Veganismus als etwas nicht sinnvoll darstellen. Zum Beispiel, man leidet unter Mangelernährung. Man hat nicht dieses Vitamin B12, das ist angeblich nur in Fleisch drin oder halt, was noch. Ja, eben Kinder, die man vegan ernährt, die haben dann irgendwelche Fehlentwicklungen und so weiter und so fort. Und das Gehirn wäre nicht gut ernährt. Und überhaupt, wir können ja gar nicht die ganze Menschheit vegan ernähren, weil da fehlen uns dazu die Flächen, um das anzubauen, das ganze Gemüse und Getreide und so fort. Das sind so einige der Hauptkritikpunkte oder der Mythen. Sind das wirklich Mythen oder gibt es auch berechtigte Kritik? Naja, also ich kann jetzt vielleicht Bezug nehmen auf das, was du gerade angesprochen hast. Also oder ich beginne mal einfach bei mir, wie war es bei mir? Also ich bin damals umgestiegen in jungen Jahren
Und das Erste, was meine Oma gesagt hat, war, um Gottes Willen, das wird nicht gut gehen. Also die hat sich wirklich Sorgen um mich gemacht. Ernsthaft Sorgen gemacht? Ja. Um deine Gesundheit? Oder? Ja, um meine Gesundheit. Ja. Also, und wie man jetzt sieht, 17 Jahre danach, bin ich noch immer nicht vom Fleisch gefallen. Ja. Mir geht's gut. Ich habe auch dann gemerkt, dass mit der Ernährungsumstellung weg von der Milch sind dann meine Allergien besser geworden. Das höre ich öfters. Und ich habe auch also unter Neurodermitis gelitten und das hat sich auch sehr stark verbessert. Das ist eigentlich komplett verschwunden. Und das war meine persönlichen Erfahrungen damit. Was jetzt die Nährstoffe betrifft, da gibt es unheimlich viele Studien schon zu dem Thema. Da gibt es auch die weltweit größte unabhängige Ernährungsorganisation, nämlich die American Academy for Nutrition and Dietetics, die so eine unabhängige Experten- und Expertinnen-Organisation in Amerika ist und die sagen, dass eine vegane und andere Art der vegetarischen Ernährung in jeder Lebenslage gesund und gut umsetzbar ist. Und es gibt auch in Österreich schon Tausende, Zehntausende vegane Kinder, die vegan aufgewachsen sind und denen geht es allen super. Und mein Arzt wundert sich auch jedes Mal über mein Blutbild. Aber man kann natürlich auch sich ungesund vegan ernähren. Ja, das muss man natürlich auch sagen, wenn man nur Pommes frites oder Ketchup oder Cola isst jeden Tag. Oder Weizennudeln, Pasta. Kann man natürlich auch vegan theoretisch einen Mangel bekommen. Aber das gilt für alle Menschen. Also wer sich einseitig ernährt und gewisse Prinzipien nicht betrachtet, zu viel Zucker, zu viel Fett etc., der hat natürlich ein gewisses Risiko. Aber das zählt für jede Art der Ernährung. Und was du dann auch angesprochen hast mit den Flächen, es ist ja tatsächlich so, dass wenn man das Getreide an die Tiere verfüttert, dann braucht man insgesamt mehr Getreide, um Fleisch zu produzieren, als wenn man das Getreide direkt essen würde. Also in Österreich werden 60% des angebauten Getreides an Tiere verfüttert. Und wenn wir das selbst essen würden, oder in Form von Hülsenfrüchten, in Form von Bohnen, Linsen selbst essen würden, dann bräuchten wir viel weniger landwirtschaftliche Flächen. Okay, also es ist untersucht, man bräuchte weniger landwirtschaftliche Fläche insgesamt, um die Menschheit zu ernähren, wenn man auf Veganismus ja, es gibt kollektiv sogar jetzt eine Studie von der BOKU in Wien, vom Martin Schlatzer, das ist ein Ernährungsökologe, und der hat herausgefunden, wenn wir in Österreich 20% weniger Fleisch essen würden, dann könnten wir komplett unabhängig werden von den Futtermittel-Soja-Importen aus dem Regenwald. Es ist nämlich das heißt, so, dass es würde weniger Regenwald abgeholzt werden, der ja ganz wichtig ist für den Klimaschutz. Werden 400.000 Tonnen Soja importiert nach Österreich zum Verfüttern an Tiere, zur Fleischproduktion. Und wir könnten den Regenwald retten, wenn wir nur 20% weniger Fleisch essen würden in Österreich. Da kannst du schon was ergänzen. Wow. Zum Beispiel da hinzufügend der Wasserverbrauch. Zum Beispiel ein normaler Burger hat im Durchschnitt einen Wasserverbrauch von ca. 168 Litern. Ein Burger, 168 Burger. Liter. Und ich glaube, das stimmt so ungefähr von den Zahlen, oder? Felix, Florian? Kommt wahrscheinlich auch. Es kommt sicher darauf an, welche Fleischart quasi. Aber ja, im Durchschnitt haben wir, in den ganzen Monaten, bevor wir auch Space Burger eröffnet haben, auch die Produktentwicklung gehabt und wollten dann wirklich alle Bereiche komplett schauen, vergleichen, analysieren und Statistiken aufbauen. Und da sind wir von einem Durchschnittsburger ausgegangen, wo ein 125 Gramm, 130 Gramm Fleischlaber drinnen ist, sind wir kommen auf die Zahl von ca. 168 Litern. Unser Burger, zum Beispiel Wasserverbrauch, um das Zehnfache weniger, um die 15 Liter. Mit dem, und da sieht man halt schon, was man einsparen kann, nur schon bei einem einzigen Burger. Ja. Und da wollte ich das eben noch ergänzend hinzufügen, wie wichtig das ist, eben Nachhaltigkeit, Klimaschutz, und das ist alles dann wirklich eine wesentliche Rolle, im ganzen Kreislauf dann spielt. Wir haben jetzt vom Wasserverbrauch gesprochen, aber da gibt es den Bodenverbrauch, CO2. Dann das Methan, das emittiert wird aus der Tierhaltung und so weiter und so fort. Also es ist ja viel mehr. Und Regenwaldabholzung eben. Eine Frage, auch was jetzt ein Widerstand ist zum Veganismus, ist es teurer? Also kann ich jetzt eine Familie in Favoriten mit 3 Kindern, Mutter, Haus, vielleicht gerade arbeitslos, Vater, prekäre Arbeitsverhältnis, 3 Kinder, kann sich eigentlich nur leisten, zum Lidl zu gehen oder zum Hofer.
Also was, prinzipiell wie kann muss man ich? Dann, muss man da, so, prinzipiell ja. muss man da unterscheiden, ob es jetzt mal biologisch ist oder ob es jetzt zum Beispiel dann nicht biologisch und vegan ist, generell jetzt von den Produkten her. Aber generell ist es eher so, dass natürlich eher der Irrglaube, sage ich mal, auch ist, aber leider auch von den Industrien eher schon in die Richtung gelenkt wird, dass vegan einerseits weniger ist, aber mehr kostet. Ja? Prinzipiell glaubt man, dass wenn es vegan ist, zahlt man noch mehr. Prinzipiell hat man aber auch mehr Kosten, wenn man halt vegane Speisen, kommt wieder auf die Speisen natürlich an oder auf die Produkte, aber da man dann meistens dann eben biologische Zutaten verwendet und Ersatzmittel dann eher verwendet, die dann im Markt dann viel teurer im Einkauf sind. Tofu also ist teurer als Käse. ZB. Ja. Und da muss man halt dann eben schon vergleichen, wir haben jetzt uns das Ziel gesetzt, also ich speziell selber, in meinen Lokalen, wo wir zum Beispiel jetzt auch eine Lachsbowl anbieten, wollen wir jetzt unsere veganen Produkte billiger anbieten. Aha, interessant. Also ich habe jetzt eben seit letzten Monat ist jetzt eben die Idee entstanden, dass wir gesagt haben, okay, dadurch fördern fährt das Vegane dann noch mehr. Mhm. Dadurch kann der normale, also ich sage jetzt normale Endverbraucher, indem sie mit normal meine ich jetzt einfach ein Nicht-Veganer. Obwohl das heißt ja nicht, dass ein Veganer nicht normal ist, aber vom Mundart, sage ich jetzt mal, gehe ich jetzt davon aus, dass halt ein Endverbraucher, der auch Fleisch isst, eben, dass er dann dadurch, dass wir dann zum Beispiel die Bowl statt 99 um 97 anbieten, als einzige die vegane Bowl, dass man eher eben da hingreift. Und dann eben sieht, okay, schmeckt der Pop und dadurch wird den Kunden dazu verleitet, dass er öfters vegan kauft. Also da ist der günstigere Preis sogar ein Einstiegsargument. Genau. Also ein Verkaufsargument. Vor allem, wir wollen auch dann, also ich muss ja sagen, es kommt noch einiges, wenn wir dürfen, wenn wir können und wenn es natürlich aufgrund der Pandemiesituation uns auch erlaubt wird, sage ich jetzt einmal, haben wir noch einiges vor und das wirklich in die komplett vegane Richtung. Und da kann man wirklich gespannt drauf sein. Lieber Florian, sind deine Familien, dein Haushalt, deine Ausgaben, sind die größer, weil du einen veganen Lebensstil pflegst mit deiner Familie? Also, was der Kenny gesagt hat, ist sicher relevant, je nachdem, wie man selbst leben möchte. Also ich lege schon noch Wert auf biologische Lebensmittel und dementsprechend braucht man nur in den entsprechenden Märkten oder auch am Bauernmarkt schauen, was kostet ein konventionelles Produkt, was kostet ein biologisches Produkt. Und dann ist die Frage nach der Norm natürlich auch eine berechtigte, warum ist das Produkt, das in einer Monokultur entsteht, die unserer Umwelt mehr schadet und unserer Gesellschaft langfristig einen höheren Preis abverlangt als das momentan günstige Produkt, warum ist das günstiger und warum ist das die Norm? Also die Dinge sind ja nur scheinbar günstiger, sie sind ja nicht tatsächlich günstiger. In Wahrheit sind sie teurer, also sie kosten uns als Gesellschaft mehr. Die Pandemie ist... Als Gesellschaft, aber einer Familie in der Jetzt-Situation, die jeden Euro umdrehen muss? Ja, also es ist so. Kann man den Umstieg finanzieren, als ganz einfach, wenn man eben nicht unbedingt bio, vegan sein muss? Sehr einfach. Also die meisten Länder, Nationen, wo Menschen in einem hohen Maß unter der Armutsgrenze leben, was essen die? Die essen Reis, die essen Süßkartoffeln, die essen Kartoffeln, die essen Bohnen, die essen Linsen. Der Standard ist im Prinzip pflanzlich. Und dann gibt es das Teure obendrauf. Ein bisschen Fleisch. Ja, ein bisschen Milchprodukte. Wir brauchen nur nach Japan schauen, wie teuer dort die Milchprodukte sind. Ja. Also meine Schwester, selbst Japanologie-Absolventin im Master, die lebt oft in Japan, immer wieder, mal hier, mal dort. Und die Preise für tierische Produkte sind jenseits von Gut und Böse. Mhm. Ja. Also ein Kobe-Rind, es ist immer die Frage, was vergleichen wir? Vergleichen wir jetzt ein Kobe-Rind mit dem besten Bio-Tofu? Oder vergleichen wir den billigsten Tofu mit dem billigsten Fleisch? Und dann können wir das auf dem gleichen Preisniveau heute schon erreichen. Natürlich ist diese Economy of Scale, also die Menge, in der Dinge produziert werden, auch immer wieder eine Triebfeder für einen günstigeren Preis. Wenn ich jetzt Kuhmilch unter entsprechenden minderwertigen Rahmenbedingungen erzeuge, schlechte Arbeitsbedingungen, wo die Gehälter am absoluten unteren Maß sind, und dann vergleiche ich das mit einer Pflanzenmilch, wo die Menschen besser vielleicht als den Kollektivvertrag bezahlt werden,
Natürlich wird diese Milch teurer sein in dem veganen Sektor, aber wir haben ja auch eine höhere Moral, die wir versuchen entsprechend weiterzugeben. Und es ist immer die Frage, was will ich? Will ich diese Erde auslaugen oder will ich, dass diese Generationen, die nach mir kommen, und in dem Fall natürlich denke ich so als Vater, vielleicht denkt man so nicht, wenn man keine Kinder hat, im Endeffekt, ich habe mich reproduziert, ich habe meine DNA weitergegeben und ich bin auch verantwortlich für das, was diese DNA quasi für ein Umfeld hat. Das sind meine Kinder und ich möchte, dass meine Kinder genauso im Grünen spielen können. Und wir haben in Österreich nach den Informationen, die ich von der Frau Professor Helga Kromp-Kolb habe, einen doppelt so hohen Anstieg an Temperatur im globalen Vergleich. Das heißt 2 Grad statt 1 Grad. Das heißt, unsere Bauern haben ja jetzt schon mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen. Wir müssen jetzt schon mehr Input geben in die Landwirtschaft, um wieder was herauszubekommen. Also unabhängig davon, dass die Art der Landwirtschaft, wie wir sie heute prägen, auch nicht mehr lange funktioniert. Also konventionelle Landwirtschaft. Wir brauchen eine Permakultur, wir brauchen Monokulturen, die laugen den Boden aus. Wir müssen den Boden füttern, wir müssen das Pilzmyzel im Boden füttern, wir müssen die Mikroben füttern, die dann wieder die Pflanzen ernähren. Also wir brauchen eine syntropische Landwirtschaft, eine Permakultur. Das sind so die Landwirtschaftsformen, die uns einen gesunden Boden, eine gesunde Umwelt, einen gesunden Wasserkreislauf einfach auch sichern langfristig. Lässt sich das großflächlich umsetzen? Also lässt sich mit diesen Anbaumethoden die gesamte Bevölkerung Österreichs ernähren? Können wir das wirklich sichern dann? Dürfte ich da antworten? Ja. Ich bin kein Landwirtschaftsexperte, aber ich kann nur sagen, dass der Trend ja auch in Richtung Bio geht. Also Österreich ist ja flächenmäßig ja, Vorreiterland Bio, aus Bio. Ja, 25% Bio gibt es ja schon und der Trend zeigt 25%. Nach oben. Und das ist im Europavergleich schon mal der höchste Wert. Aber ja, wie gesagt, wenn er antworten will, bitte. Darf ich da noch was kurz sagen? Also ich hätte einfach nur gesagt, nach dem ganzen Fachchinesisch von Florian kurz gesagt, vegan ist die Zukunft. Ja. Er verwendet auch schon Begriffe, wo ich nicht mehr mitkomme. Aber bitte, Florian, einen kurz lustigen Touch in diese ernste Runde, in dieses ernste Thema. Also ich hoffe, dass das Publikum folgen kann, wenn irgendwelche Begriffe nicht geläufig sind. Wir haben ja heutzutage Online-Lexika, wo man diese Dinge auch nachschlagen kann. Man kann sich auch gerne online an mich wenden auf Facebook. Beziehungsweise in den Kommentaren. Oder fragen, eben hier die Kommentare füttern. Was ist syntropische Landwirtschaft? Was wird damit gemeint? Das kann man dann sicher nachträglich noch vertiefen. Wenn wir jetzt schauen. Auf jeden Fall anders als das, wie heute, wie konventionell, als das Übliche. Genau, also die Syntropie beschreibt im Endeffekt, dass mit einem Input mehr rauskommt, als was man hineingibt. Und wir erleben heutzutage in einer entropischen Landwirtschaft, wir geben 4 Energiepunkte quasi hinein und bekommen einen Punkt hinaus. Ah, das kann man gut verstehen. Das ist quasi... sinnlos eigentlich. Ich gebe jemandem 5 Äpfel, damit er mir einen zurückgibt. Ja? Ja. Also in dem 4 Inputs. Also wir steigern ja die Inputs immer mehr, weil wir die Böden auslaugen. Das heißt, das wird immer schwieriger. Aber wie kann das dann billiger sein, wenn du ja, wir mehr subventionieren Energie das. Reingeben musst, weil das wir subventionieren ist. Das. Wir haben Flächensubventionen. Wir haben, das ist wieder die politische Seite dann. Wir haben eine falsche Form von Subventionierung, meines Erachtens nach. Auch wenn man sich die Forscher anhört und die Wissenschaftler, die auf dem Bereich forschen. Aber was ich an sich sagen wollte, Peking wird von Kleinbauern ernährt. Also eine der größten Städte der Welt. Zu meiner Frage eben. Kann man ganz Ballungszentrum, das sind Kleinbauern, die diese Stadt ernähren und nicht die Riesenindustrie. Und das ist ja bei uns auch so. Was finden wir in den Märkten, wenn wir nicht am Bauernmarkt sind? Was finden wir im Supermarkt? Wir finden auch Produkte von Kleinbauern. Also es ernähren uns immer schon die Kleinbauern. Wir haben nur diesen falschen Zugang, dass wir glauben, der Riesenindustriebetrieb ernährt uns. Das stimmt ja nicht. Der ist nicht die Zukunft. Ja. Der war nicht die Vergangenheit und er ist nicht die Zukunft. Der ist jetzt dazwischen kurz ein Aufblitzen, aber das hält uns nicht über Wasser. Stichwort Zukunft. Wo geht die Reise hin? Wie viele vegan lebende Menschen wird es in 10, 20, 30 Jahren geben in Österreich? Oder wird es irgendwann einmal gar kein Fleisch mehr geben? Also es gibt eine Studie, dass weltweit
wird im Jahre 2040 mehr Fleisch gegessen als heute, aber dieses Fleisch stammt aus pflanzlicher Quelle vor allem. Das heißt, es ist prognostiziert, dass insgesamt weiterhin Fleisch gegessen wird, nur halt vielleicht nicht aus Massentierhaltung, sondern vielleicht Würstchen auf Weizenbasis oder andere Alternativprodukte. In Österreich gibt es jetzt eine tolle Firma, die auch auf Erbsenbasis herstellt, aber man braucht ja gar nicht so weit gehen. Falafel ist das beste Beispiel, ja. Hat es immer schon gegeben, schmeckt allen und ist rein pflanzlich. Aber schmeckt nicht wie Fleisch. Ja, aber... Das wird ja auch geforscht an Ersatzprodukten, also, die wie Fleisch schmecken. Ich glaube, also gegen Falafel, da können wir nichts sagen. Nein, können wir nichts sagen, da fallen wir nicht in der Runde. Und was ich habe auch, also welche Arten von Ersatzfleisch wird es geben zukünftig? Du hast schon erwähnt, Erbsenprodukte. Ja, also einfach sozusagen im Prinzip. Ich habe gehört, Insekten, Mehl, ja, Protein, Insekten, Algen. Die Diskussion gibt es auch, aber Laborfleisch, das um ehrlich zu sein, also wenn ich mir aussuchen kann, ob ich Erbsen esse oder Insekten, dann esse ich lieber die Erbsen. So, wie war das nochmal? 2040 wird weltweit mehr Fleisch gegessen aus Ersatzfleischprodukten? Nein, also der Anteil verschiebt sich einfach. Also es wird zwar insgesamt mehr Fleisch gegessen, aber es ist weniger Fleisch prozentuell aus Massentierhaltung oder aus Tierhaltung überhaupt, sondern mehr auf pflanzlicher Basis. Wow. Ja, das ist ein Trend, der eben Space Burgers befördert. Definitiv. Also ich glaube, wir haben auch den Zeitpunkt, ich meine, jetzt auch gut erwischt, sage ich mal. Man muss irgendwann beginnen, versuchen, das zu ändern. Und wir versuchen halt wirklich, eine Küche in Österreich, insbesondere jetzt in Wien, anzubieten, die eben ein Junkfood ist, aber auf veganer Basis eben, wo nicht nur die Gesundheit im Vordergrund steht, eben jetzt bei unserem Essen, sondern man wirklich halt, statt wenn man zu McDonald's geht und einen Burger genuss kommt und das eben bei uns dann eben macht. Und mit Space Burger ist da wirklich auch angedacht, dass wir auch international gehen. Und aufgrund von Corona hat sich jetzt einiges eben in Stillstand ist halt gekommen, aber es kommen bald gute News hoffentlich und mal schauen, wie das dann weitergeht. Jetzt haben wir so viel über Space Burger geredet. Was ist das Superfood Café, das du leitest? Also das ist der inoffizielle Name der Firma. Es ist wahrscheinlich eher bekannt unter dem Namen Superfood Delhi. Es hat jetzt nichts mit der Stadt Delhi zu tun in Indien, sondern Delhi für kleines Delikatessengeschäft. Das ist im Endeffekt nur eine Abkürzung. Und Superfood sagt dann im Endeffekt schon den zweiten Teil. Also es geht primär darum, Lebensmittel, Nahrungsmittel, die klassifiziert sind als sehr nährstoffreich, als sehr energiereich, dass wir diese eben führen und dass wir aus denen Speisen kreieren, die insgesamt ein sehr angenehmes Geschmackserlebnis auch erzeugen für den Kunden und gleichzeitig aber auch sehr hohe Nährstoffdichte mit sich bringen. Das heißt, dass wenn jemand sich zum Beispiel rein pflanzlich ernähren möchte, das gesund machen möchte und am Anfang vielleicht Schwierigkeiten hat mit was koche ich jetzt, kann man sich bei uns Inspirationen holen. Einfach vorbeischauen. Wir haben bald 4 Standorte, also wir haben 3 feste Standorte. Und einfach mal schauen, was bieten wir so an und wie schmeckt das eigentlich? Wir haben ähnlich wie der Kenny das Konzept hat mit dem Kennis, wo du Bowls anbietest auch. Genau. Und da muss ich schon sagen, also ich meine, wir sind ja auch privat befreundet. Ich denke schon, dass der Kenny momentan höhere Umsätze hat als wir. wir sind halt sehr konsequent in unserem biologischen und Fairtrade und vegan. Also wir nennen es plant-based bewusst. Und das nehmen wir einfach auch in Kauf, weil wir halt sehr idealistisch motiviert sind und einige von uns eben auch Kinder haben. Und unsere Möglichkeiten das zulassen, dass wir diesen Weg so gehen. Und ich begrüße, dass der Kenny die Möglichkeiten nutzt, die er hat und die er sieht. Und wir sind da auch immer wieder im Austausch. Und definitiv, ich muss ja sagen,
Wir sind da nicht konkurrierend, sondern im Gegenteil eigentlich. Ihr verkauft es nur, er berät. Nein, im Endeffekt wirklich, es geht ja wirklich darum, es geht dann wirklich um Familienbetriebe, um österreichische Familienbetriebe. Ja. Und genauso, weil viele auch dann fragen, wegen der Swing Kitchen etc. Ich könnte es jedem, jeder, der es schafft, andere Menschen dazu bewegen. Was hast du gesagt, Swing Kitchen? Swing Kitchen ist zum Beispiel auch eine vegane Küche, Burgerkette. Ja. Österreichische Fastfood-Kette. Genau. Fastfood-Kette. Genau, auch Fastfood-Kette, die auch erfolgreich sind und ich hoffe noch erfolgreicher werden. Also das ist etwas, wo ich, und ich denke mir, es geht halt darum, dass dann eben gerade eben dann die Unternehmer unter sich auch sich unterstützen einerseits, gerade in Zeiten wie diesen. Freundlicher Mitbewerb, sozusagen, wenn man gegenseitig sich hilft, überhaupt einen Trend, ne, zum Befeuern. Wir haben ja, im Endeffekt haben wir ein ähnliches Ziel. Wir wollen, dass Menschen sich bewusst ernähren können, dass sie die Möglichkeit einfach auch haben. Und dafür muss man halt eben auch das Angebot schaffen. Nur zu fordern, ohne etwas in diese Richtung zu tun, ist meines Erachtens eben zu wenig. Und er hat die Möglichkeiten, die er mit seinem Team ausschöpft, die er sieht, die nutzt er. Und wir schöpfen die Möglichkeiten aus, die wir sehen. Und dementsprechend gibt es eben ein breites Angebot. Ich freue mich, wenn die Leute beim Kenny das vegane Menü bestellen. Und ich freue mich, wenn sie an einem anderen Tag zu uns kommen. Also wir wollen ja Kleinstrukturen einfach auch fördern. Ja. Aber es hat jedenfalls eine gute Anlaufstelle für Einsteiger, für interessierte neue Veganer. Ja, also das, was so witzig von dir gesagt wurde, dass ich berate und bei ihm wird gekauft, das könnte man schon so sagen. Also wenn man sich die Bewertungen von meinem Standort anschaut auf Google, da gibt es nur 5 Sterne und in fast jeder zweiten steht drinnen, super Betreiber, hat uns gut beraten. Also ich berate schon sehr viel. Und ich nehme auch die Zeit, die kann ich mir momentan auch nehmen. Ja. Beim Kenny ist der Durchlauf wahrscheinlich ein bisschen höher. Da ist einfach auch nicht mehr so viel Platz für Beratung. Ja. Also das ist jetzt nicht negativ gemeint. Nein, es geht prinzipiell... Die geht einfach durch den Magen. Prinzipiell, Beratung ist da ziemlich wichtig. Und wir legen da auch sehr viel Wert. Nur im Endeffekt, man kann trotzdem nicht leider nicht schauen, dass zum Beispiel jeder Mitarbeiter dann genauso berät, wie jetzt selber die Founder oder die halt dann wirklich mit allem mit Herz und Blut dann drinnen sind. Natürlich, das Team ist auch mit Herz und Blut dabei, aber ich kann das zum Beispiel als Chef nicht von allen fordern. Am liebsten wäre mir das so, dass jeder, der reinkommt, mal wirklich beraten wird, kurz mal eben gezeigt wird, was wir eigentlich haben, weil viele werden ein super großes Produktsortiment. Ja, also zum Beispiel beim Kennys. Muss halt gleich die Werbung machen, schmeckt alles besser als im Superfood Deli, nur nebenbei. wir haben aber halt die veganen Waffeln, ja, wir haben halt die veganen Smoothies, wir haben halt alles eben auch die ganzen veganen Optionen, weil wir halt niemanden ausgrenzen wollen. Und weil es gibt halt noch viele, die einfach sagen, na, ich habe einfach keine Lust drauf. Aber wir wollen halt im wenigsten die Option anbieten, probier es einmal, iss es einmal. Mhm. Und wir haben zum Beispiel auch gemeinsam auch ein weiteres Projekt, ist geplant, eigentlich eh schon seit Monaten. Auch kam Corona dann dazwischen. Genau, da kam Corona dazwischen. Da haben wir jetzt auch ein Projekt, das werden wir dann hoffentlich in den nächsten 2-3 Monaten dann auch dann bekannt geben, wo dann auch andere Personen aus der veganen Community auch noch dabei sein werden. Ist aus einer Idee von mir rausgewachsen und wir arbeiten jetzt gerade dran, aber momentan hat jeder sehr viele private Probleme einerseits, andererseits eben beruflich hat man jetzt umso mehr psychischen wie auch wirtschaftlichen Stress und Druck. Und dementsprechend hat sich alles ein bisschen verlangsamt, was man auch jetzt wieder positiv nimmt, aber ja. Lieber Felix. Dürfte ich noch ganz kurz anschließen? Ganz kurz. Ne? Ganz kurz. Ja. Ich lade alle ein, sich selbst ein Bild zu machen. Ich möchte niemandem sagen, wo es besser schmeckt. Kommt es einfach gern vorbei. Einfach zu beiden am besten. Bei mir gibt es gratis, ja. Der Verein Vegane Gesellschaft Österreich, seht ihr euch als Vertreter von Veganunternehmer wie die beiden hier? Was macht ihr als Verein Vegane Gesellschaft? Also wir sind ein Umweltschutzverein, der einen starken Ernährungsschwerpunkt hat. Und wir sind ein gemeinnütziger Verein. Mhm. Und wir sehen uns als Anlaufstelle für alle, die sich für die vegane oder vegetarische Ernährung interessieren. Wir haben auf unserer Website vegan.at sehr viele Rezepte. Wir haben eine Liste mit allen Restaurants in Wien, die man ausprobieren kann. Natürlich auch die beiden Firmen sind dabei.
Wir haben sind Rabattpartner. Wir sind Rabattpartner. Ja, Rabatt. Es gibt Rabatte bei beiden. Ich weiß jetzt nicht, wer mehr Rabatte gibt, aber beide geben sehr viel. Wir würden uns auch mal freuen, Felix. Mitglieder der veganen Gesellschaft, wenn Sie jetzt sagen, wie Sie von der veganen Gesellschaft, bekommt man dann speziell im Kennis und im Super Food Daily und auch im Space Burger. Okay. Genau. Naja, also, man muss nicht, aber wenn man die Rabatte will, dann, also, dann isst man. Für unsere Einsteiger, Vegan-Einsteiger, zuerst wird man Mitglied der veganen Gesellschaft, dann lässt man sich beraten. Das muss man nicht. Im Superfood Café Daily und dann geht man zum Space Burger. Also, es mit ist Rabatt, im Gegenteil ist es so. Also, ich glaube, man muss jetzt nicht irgendwie plötzlich vegan werden oder so, sondern man kann es auch einmal ausprobieren. Und wer es ausprobieren will, auf unserer Website vegan.at, da gibt es auch einen sogenannten veganen Probemonat. Das ist ein E-Mail-Newsletter, den man sich bestellen kann. Und dann kriegt man alle 2 Tage eine E-Mail. Da sind Rezepte dabei und Videos und interessante Artikel und alles, was man wissen muss über Vitamine und Tipps zum Einkaufen und Tipps zum Essen gehen. Da kann man das dann mal ausprobieren, ob einem das schmeckt. Und das ist eben etwas, was wir anbieten. Also wir wollen einfach alle, die sich, ja natürlich kostenlos, und alle, die sich dafür interessieren, sind herzlich eingeladen, uns auch einmal auf der Website zu besuchen. Und was macht, Dankeschön, was macht die Europäische Vegetarische Union auf Europaebene? Das ist ein Dachverband von vegetarischen und veganen Vereinen auf europäischer Ebene. Ich glaube, da sind 27 Vereine Mitglied. Der Verein Vegane Gesellschaft ist einer davon. Ja, genau. Und okay. Es gibt ja auf EU-Ebene relativ viele Politikthemen, die eben auch die Frage vegan-vegetarisch quasi betreffen. Zum Beispiel jetzt gibt es gerade einen Vorstoß von der landwirtschaftlichen Lobby, dass sie wollen, dass der Begriff Burger für vegane oder vegetarische Burger verboten, nicht mehr verwendet werden darf. Ja. Okay. Das heißt, also es gibt da eben einen Entwurf auf EU-Ebene. Also Space Burger wäre dann gar nicht mehr möglich. Das heißt, man hat keine anderen Probleme. Man müsste dann quasi den Burger Scheibe im Brot nennen. oder irgendwie müsste man sich dann was anderes überlegen. Und wir versuchen eben auf europäischer Ebene dementsprechend auch irgendwie mit einzuwirken. Also ihr lobbyiert in Brüssel auf europäischer Ebene. Wir wollen auch das, lobbyieren. Wir wollen einfach nicht, dass durch solche absurden Gesetzesentwürfe die Leute noch mehr verwirrt sind. Ja, weil es ist wichtig, dass es eine Transparenz gibt für Konsumenten und Konsumentinnen. Und es ist wichtig, dass die Leute wissen, was sie kaufen. Und solche Gesetzesentwürfe sind dementsprechend kontraproduktiv. Und wir versuchen das eben auf europäischer Ebene dahingehend einfach Informationen zur Verfügung zu stellen, Positionspapiere zu arbeiten und dort die wichtigsten Leute. Nimmt ihr auch an EU-Projekten teil? Immer mal wieder. Ja. Also zum Beispiel, wir als Vegane Gesellschaft Österreich haben teilgenommen an einem EU-Projekt für eine vegetarisch-vegane Kochausbildung. Das war von 4 Ländern initiiert und inzwischen ist es möglich, in Österreich an den HBLAs und also Tourismusfachschulen und Gastronomiefachschulen eine vegetarische Kochausbildung zu machen als Freifach. Und dann kriegt man ein Zertifikat, so viel wie für den Kaffeekenner oder für den Jungsommelier und was es da so gibt. Und also wir versuchen eben hier auch im Bereich der Ausbildung etwas voranzutreiben, weil es gibt einfach viele Firmen, die suchen Personal, das sich damit auskennt, aber in der traditionellen staatlichen Kochausbildung ist es eben noch ein bisschen kleingeschrieben, das Ganze. Und politisch, was macht ihr politisch? Jetzt in Österreich wieder, der Verein? Ja, wir sind parteiunabhängig. Wir informieren interessierte Menschen, wir versuchen Konsumenten, Konsumentinnen mit Firmen zu verbinden, wir probieren die vegane Gastronomie zu fördern und wir probieren einfach alle, die sich für das Thema interessieren, eine Hand zu reichen. Wer in Österreich kommuniziert politische Forderungen, die den Trend zum Veganismus befördern oder eben die ungesunden Komponenten vom Fleisch. Das machen wahrscheinlich viele. Wer kommuniziert? Es gibt ein Sprachrohr. Wir wissen natürlich über die politische Situation Bescheid und wir wissen, wo die größten Baustellen sind. Und das sagen wir natürlich auch. Wir haben auch vor Wahlen zum Beispiel immer dann so einen Parteiencheck,
wie die Parteien dann stehen zu vegetarischen Themen. Und ein ganz ein wichtiges Thema ist mir zum Beispiel die steuerliche Ungleichbehandlung. Mhm. Also wenn man Kuhmilch kauft, dann zahlt man 10% Mehrwertsteuer, weil Kuhmilch gilt als Getränk. Und wenn man aber Hafermilch oder Dinkelmilch oder Reismilch kauft, auch wenn es ein biologisches Produkt ist oder ein Produkt aus Österreich, zahlt man 20% Mehrwertsteuer. So viel zu den Kosten. Seit heute zahlt man aber 5%. Seit heute haben wir jetzt die Steuerdeckung wegen Corona, aber das ist natürlich normal ist auf jeden Fall, hast du vollkommen recht. Ja, das ist ja leider nur beschränkt. Und das, wieder, das heißt also, alle Menschen, die das einmal ausprobieren wollen, werden hier zur Kasse gebeten vom Finanzministerium. Mhm. Und ich bin der Meinung, das sollte gleich sein, zumindest. Oder wenn man sagt, man macht es nach Umweltkriterien, dann schneidet die Kuhmilch wahrscheinlich sogar noch schlechter ab. Mhm. Aber wir sind eben der Meinung, dass es nicht gerechtfertigt ist, dass die pflanzlichen Alternativen teurer sind. Also das ist ja, und Beispiel, das ist etwas, was im österreichischen Parlament ganz einfach beschlossen werden könnte. Genau, aber es gibt natürlich große Parteien, die gewisse Interessen auch vertreten. Also im Konkreten ist es natürlich so, dass die ÖVP sehr stark eben einen landwirtschaftlichen Bezug hat und die Der Bauernbund, ja, genau. Der ÖVP-nahe Vorfeldorganisation Bauernbund, der vertritt die Interessen der Bauern, der Fleisch- und Milchbauern vorwiegend. Wobei die auch langfristig umsteigen. Gibt es einen Art Veganbund dann in Österreich? Also wenn wir uns anschauen, den Landverbrauch, den wir haben und wie der Boden quasi ausgelockt wird, dann werden auch immer mehr dieser Bauern langfristig umsteigen auf pflanzliche Produkte. Weil sie gezwungen werden, ja, weil einfach die Natur nicht mehr mitspielt. Ja, also ich war selbst persönlich in Portugal und in Spanien und da haben wir dort die Verwüstung angeschaut, wie der Boden beginnt zu verwüsten und das sind Regenniederschläge, 280 Tage kein Regen und dann kommt ein Platzregen, der Boden ist nicht fähig, das überhaupt aufzunehmen. Also genug Landwirte werden ja wissen, wovon ich spreche, das Wetterextreme einfach auch zunehmen. Dass eine gewisse Beständigkeit einfach nicht mehr vorherrschend ist durch diese klimatischen Veränderungen. Und man wird langfristig einfach auch nicht anders können, als umzustellen, damit wir das Mikroklima verändern, um ein anderes Makroklima zu erzeugen. Also bitte. Ich würde auch noch gern dich was fragen, Martha. Und zwar einerseits persönlich eben, wie siehst du das ganze Thema so zusammengefasst? Und andererseits eben die Partei SÖS, in welche Richtung sie dann eben das Thema vegan dann behandeln wird in Zukunft oder wie sie das eben sieht. Ich glaube, das werden wir dann auch vor den Wien-Wahlen noch einmal erfragen und dann kann man sich die Übersicht auf unserer Webseite anschauen im Vergleich definitiv zu anderen Parteien. Ja, also vielleicht die zweite Frage zuerst. Ja. Also wir werden auf jeden Fall die Wien-spezifischen, konkreten politischen Forderungen oder Initiativen, man kann als Partei auch initiativ sein, ohne dass man gleich auf der Gesetzes- oder Verordnungsebene operiert, in Bezug auf Veganismus ausarbeiten. Also mir ist es ein ganz großes Anliegen persönlich und dabei eben die einzelnen Aspekte rausarbeiten. Was bringt es für den Klimaschutz, für die Gesundheit? Es gibt bestimmt schon Studien, die das für Wien auch berechnet haben, die externen Kosten, also die Folgekosten der schlechten Ernährung, der fleischkonzentrierten Ernährung. Also da wird auf jeden Fall, vor allem jetzt, wo ich weiß, dass man gecheckt wird vor der Wahl, wird man auf jeden Fall was finden im Wahlprogramm, ganz, ganz sicher. Und was war die erste Frage nochmal, wie ich es generell persönlich sehe? Die Entwicklung hin zu Veganismus und generell vor allem zum veganen Lebensstil, der nachhaltig ist und ganzheitlich und alles in Verbindung sieht, hier auf der Erde, Natur, Lebewesen, steht alles in Wechselwirkung, sehe ich absolut positiv wichtig und kann mir nicht schnell genug gehen. Und ich sehe eben auf zwei Ebenen, wie auch beim Klimaschutz, die zwei größten Hebel. Einerseits Verhaltensänderung, also es braucht mehr Menschen, die umsteigen, die Vorteile des Veganismus erkennen, für sich persönlich, für die Gesundheit, aber auch gesamtglobal gesehen für die Natur. Und es braucht die Politik, die die Rahmenbedingungen stellt, damit dieser Umstieg schneller strukturell befördert werden kann. So sehe ich das jetzt. Danke, das war eigentlich alles ziemlich. Wir haben noch ein paar Minuten. Gibt es Fragen aus dem Chatraum? Felix, hier noch eine Frage.
ich würde auch gerne mal für deinen oder Beitrag Anregungen oder gemeinsam für deine veganen Gesellschaft, wenn man auch da was machen könnte. Aber von der veganen Gesellschaft. Es wird geflüstert. Bitte. Dann reden wir darüber später. Ja. Also eine Sache, die ich vielleicht auch noch mitgeben möchte. Wir haben einen Begriff, der um die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts gestaltet wurde. Das Wort vegan. Mit dem verstehen wir sehr vieles, manches verstehen wir nicht, wenn wir keinen Zugang dazu haben. Oft sind uns Begriffe einfach auch fremd. Du hast vorher kurz angedeutet, das Fach Chinesisch, welches mir da aus meinem Mund rausgeflossen ist. Also das ist ja auch nicht beabsichtigt. Ich möchte nicht, dass jemand mich nicht versteht. Es habe ich mir einfach gewisse Bezeichnungen, gewöhnt man sich einfach an. Und vegan ist jetzt im Endeffekt ein Begriff, der von vielen Menschen unterschiedlich interpretiert wird und unterschiedlich verstanden. Und noch Vorurteile hat. Ja, wie jeder Mensch hat Vorurteile über fast alles. Und auch Vorurteile können sich im Endeffekt verändern, wenn man Dinge beginnt anzuschauen. Und dieser Probemonat von der veganen Gesellschaft ist da zum Beispiel eine Sache, das ist am Ende, es ist eine Einladung, etwas anzuschauen. Und wenn man diese Einladung begrüßt, dann sollte man sich nicht davon abschrecken lassen, dass der Begriff an sich vielleicht für einen selbst momentan noch eher negativ behaftet ist. Vielleicht kann ja durch das bloße Anschauen und Hinschauen der Begriff sich wandeln. Und irgendwann bin ich der persönlichen Überzeugung, wird es diesen Begriff auch so gar nicht mehr brauchen, weil momentan wird es halt hochgehalten und ein Stempel drauf und vegan hier und vegan da. Es vereinfacht vieles. Aber im Endeffekt ist es ja nur ein Versuch, liebevoll miteinander umzugehen, auch mit nichtmenschlichen Wesen und mit der Erde. Also so gesehen könnte man den Begriff vegan ja auch mit dem Wort Liebe austauschen. Geh mit Liebe mit deiner Umwelt um. Geh mit Liebe mit den Tieren um. Und was gibt es Liebevolleres, als ein Lebewesen nicht einzusperren? Es quasi leben zu lassen. Und die Erde halt einfach auch zu schätzen, so wie sie ist. Ein Geschenk, von dem wir alle profitieren. Und wenn wir das momentan vegan bezeichnen, dann bezeichnen wir es halt vegan. Aber in 100 Jahren brauchen wir den Begriff vielleicht gar nicht mehr. Sehr, sehr schönes Schlusswort, würde ich mal sagen. Sehr schöne Worte. Und ich wollte noch was sagen. Ich würde mir von euch beiden auch noch einen Schlussappell wünschen, eben vor allem in Richtung unserer interessierten Neu-Veganer. Ich meine, vorher hat das eigentlich alles ziemlich, wirklich sehr schön erklärt. Mir ist persönlich auch sehr wichtig in Aufklärung. Viele wissen über gewisse Begriffe, glauben sie etwas zu wissen, wenn man jetzt über Nachhaltigkeit spricht, über Massentierhaltung etc., verschiedene Begriffe, oder auch eben vegan selber. Viele wissen noch immer nicht, was bedeutet eigentlich vegan. Ich kann nur ein kurzes Beispiel nur, ich bin selber Österreicher mit türkischem Migrationsvordergrund oder Hintergrund, egal wie man es jetzt sagt. Ja. Vorteil, Migrationsvorteil. Migrationsvorteil, noch besser. Und ich habe zum Beispiel türkische Kunden bei uns gehabt, im Kennis und auch im Spaceburger. Und da hat mir einer mal gefragt, im Spaceburger, wir sind ja komplett vegan, ist das auch halal? Ich sage, ja, im Endeffekt, es ist halal natürlich, weil es eben überhaupt nicht von irgendeinem Tier kommt. Mhm. Also da gehört dem auch noch viel Aufklärung eben. Und wir haben uns das Ziel gesetzt eben, wir haben noch eben ein anderes Projekt in Zukunft. Und wir werden dafür auch sorgen, dass eben auch damit der veganen Gesellschaft natürlich dann eben noch mehr Aufklärung passiert und das auch hier auch in den Straßen von Wien und wirklich in ganz Österreich. Und ich freue mich auf, danke mal für die Einladung nochmal hier und es war wirklich ein sehr schöner Talk, wir reden dann sicher noch später weiter und ich freue mich auf viele Wiener und Wienerinnen, die uns dann beehren und mal den veganen Produkten eine Chance geben. Danke. Ja, ich habe gar nicht so viel hinzuzufügen. Es freut mich, dass ich da sein durfte. Ich denke, wir kennen alle das Sprichwort, Liebe geht durch den Magen und man kann mal ausprobieren, ob es schmeckt. Und abgesehen davon habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Außer vielleicht eben, wenn man interessiert ist und vorher noch nie das vegane Leben, die Erfahrung ausprobiert hat, eben, man kann alles finden auf eurer Webseite. vegan.at war das nochmal. Und da gibt es auch dieses vegane Monat, das Probemonat. Man bekommt jeden zweiten Tag ein Newsletter. Und wenn ich richtig verstanden habe, dieser Newsletter begleitet einen so durch das erste Monat. Genau. Mit allen
Erstinformationen, die man halt so braucht, wenn man es mal ausprobiert. Also ja, einfach mal probieren. Ich hoffe sehr, wir haben euch neugierig machen können und vielleicht mal auch neue Aspekte beleuchtet, ein paar Mythen ausgeräumt. Ich kann nur sagen, also ich bin, ich glaube, ich werde jetzt auch mal wieder eine vegane Phase einläuten. Ich war ja 2 Jahre in München damals strikt vegan, war ich an einem WG, wo auch die beiden Mitbewohner sehr vegan waren. Und das war echt eine schöne Zeit. Und ich muss sagen, für meine körperlichen Fitness war das damals wirklich, also das war echt spürbar. Ich war wirklich sehr, ich habe mich sehr, sehr gut gefühlt. Und was mir immer in Erinnerung bleiben wird, sind die gemeinsamen Kochexperimente. Weil das ist, und das ist, hat mich damals wirklich überrascht, wie vielfältig die vegane Küche ist und wie viel Spaß das macht, vegan zu kochen. Und wenn man natürlich Mitbewohner hat, die da mitgehen, wie man dann gemeinsam kreativ sein kann. Und wir hatten sehr oft auch Gäste zum Besuch, also zum Essen. Und das hat, wir haben immer nur positives Feedback bekommen über die vegane, über unser veganes Abendessen. Und das waren meistens Nicht-Veganer. Also ja, einfach mal ausprobieren. Es hat viele, viele Vorteile. Und man muss ja nicht gleich eben komplett vegan werden. Es hilft der Gesundheit und der Natur schon sehr viel, wenn man das den Fleischkonsum reduziert und eben auch den Milchkonsum, Milch und Milchprodukte. Danke fürs Kommen, für den spannenden, fürs spannende Gespräch und ja, wir werden uns bestimmt, ach so, vielleicht eine Ankündigung, wann wird die nächste Messe stattfinden? Vegan bezogener in Wien, Österreich, naja, gibt es wahrscheinlich mal, eher Corona-bedingt naja, Absagen, aber was steht im Raum oder was wird die nächste sein können? Es wird angekündigt auf unserer Website, aber momentan ändert sich ja täglich noch die Gesetzeslage mit den Veranstaltungen, aber auf unserer Website gibt es zu finden. Wir hoffen, dass wir im September nochmal was schaffen. Im September? Ja. Das wäre dann was genau? Das wäre das große Streetfood-Festival wegen Mania Donauinsel. Auf der Donauinsel? Stände okay. Gibt, ja, mit also Essen, Trinken, Musik etc. Aber wie gesagt, schauen wir mal, wie es jetzt wird mit Corona ja. Und dann schauen wir weiter. Super, na dann viel Glück, dass es klappt und danke fürs Kommen. Herzlichen lieben Dank. Danke auch. Danke Dankeschön.